Weltpremiere des Films Forever and a Day in Berlin. Der Streifen kommt pünktlich zum 50. Jubiläum der Scorpions in die Kinos. Die Band um Sänger Klaus Meine und Gitarrist Rudolf Schenker stammt aus Hannover und gilt als eine der erfolgreichsten Rockbands der Welt. In 50 Jahren Bandgeschichte sind die Rockmusiker durch Höhen und Tiefen gegangen. Der traurigste und der schönste Moment war, als ich meine Stimme verloren hatte, Anfang der 80er Jahre, und als sie wieder zurück war, als ich wieder singen konnte und all die Jahre wie eine Zugabe geschenkt bekommen habe. Als wir eingeladen worden sind von Mr. Michael Gorbatschow, damals in Kreml, das war schon berührend. Und dann hat er sich mit uns zusammengesetzt, hat über Gott und die Welt gesprochen, unter anderem auch als Klaus ihm sagte, wie er erstarrt war, als Khrushchev den Schuh nahm und auf dem Pult da von der Vereinten Nationen schlug. Da sagte Gorbatschow, ja, was, das war doch Rock'n'Roll, oder? Unter die Scorpions-Fans mischten sich zur Premiere auch die Promis. Eine der größten deutschen Rockbands, die es so gibt. Und ich bin natürlich auch da, um sie zu feiern. Unglaublich liebenswürdig, wahnsinnig locker und große, große Schätze. Nach dem Film gab es großen Applaus im Kino und dann wurde bis tief in die Nacht kräftig gefeiert.